Star Wars ist zurück, denn The Mandalorian Staffel 3 hat endlich angefangen und in diesem Video kehren wir zurück zu den wöchentlichen Analysen. In diesem Video gibt es meine Folgenanalyse zu The Mandalorian Staffel 3 Folge 1, alle wichtigen Easter Eggs, Details, die Teaser für die kommenden Serien erklärt, die ganzen Figuren, wie es weitergehen wird, alles Wichtige aus The Mandalorian Staffel 3 Folge 1. In dieser Folgenanalyse fangen wir auf jeden Fall direkt an. Und das Erste, was ich mit euch besprechen will, ach, ich habe so vermisst, das zu sagen, ist ganz klar das Ende und die Frage, wie wird es jetzt nächsten Mittwoch weitergehen? Denn am Ende von dieser Folge reist Mando mit Grogu nach Kalevala und dort besucht er eine alte Bekannte und das ist Bo-Katan, die Legende aus Clone Wars und Rebels, die wir auch in Live-Action in der letzten Staffel von The Mandalorian gesehen haben. Kalevala ist die Heimat von Satine Kreese und ihrer Schwester Bo-Katan und ist, wie Mando in dieser Folge sagt, ein Planet im mandalorianischen System. Und nach einem kurzen Gespräch mit ihr wird Folgendes klar. Mandos Volk, also die sogenannten Children of the Watch, hat mit der Trennung der Mandalorianer zu tun und Mando hat den Darksaber noch, was auf jeden Fall ziemlich offensichtlich war, weil wir es auch in der Book of Boba Fett gesehen haben. Und die Dunkelklinge, also der Darksaber, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, denn wer auch immer die Dunkelklinge trägt, ist offiziell der rechtmäßige Herrscher über das mandalorianische Volk. Und obwohl Mando kein Herrscher oder kein Führer sein möchte, er ist zumindest jetzt der Anführer der Mandalorianer. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für die kommenden Folgen in dieser dritten Staffel. Und am Ende dieses Gesprächs wird auch noch klar, dass Grogu mit Mando nach Mandalore reisen wird, um die Minen in Mandalore zu suchen und dort in dem heiligen Wasser zu baden, sodass Mando von seinen Sünden sozusagen bereinigt wird und sodass er wieder ein vollständiger Mandalorianer ist. Bo-Katan ist überhaupt nicht begeistert von dieser Idee und das zeigt auf jeden Fall jetzt schon diesen Konflikt zwischen Bo-Katan und Mando und dass Bo-Katan Mando und sein Volk dafür verantwortlich macht, dass ihre mandalorianischen Gruppen aufgespalten wurden. Und das heißt auf jeden Fall, dass Bo-Katan in den kommenden Folgen auch eine Antagonistin sein wird, worauf ich mich persönlich sehr, sehr freue. Was wir auch in The Book of Boba Fett gelernt haben, Mandalore wurde durch das Imperium nahezu vollständig zerstört, verseucht und vergiftet in der sogenannten Nacht der tausend Tränen. Das haben wir in The Book of Boba Fett Folge 5 gesehen, alias die ganze Folge mit The Mandalorian. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Szene und das war auf jeden Fall die Zerstörung Mandalores. Und seit der Zerstörung Mandalores durch das Imperium denken viele, dass das Gesamte einfach verseucht und vergiftet ist. Und deswegen reisen jetzt Mando und Grogu wahrscheinlich nächsten Mittwoch nach Mandalore, um zu schauen, ob das überhaupt vergiftet ist und ob es die Minen von Mandalore mit dem heiligen Wasser überhaupt noch gibt. Also jetzt reisen Mando und Grogu zurück nach Mandalore und dort geht's auf jeden Fall nächsten Mittwoch weiter und ich bin hyped. Worauf ich auch noch hyped bin, ist eine kommende Star Wars Serie, die durch diese Folge angeteasert wurde. Denn jetzt sprechen wir mal über Wale. Und jetzt fragt ihr euch, was? Wale? Keine Sorge, ich erkläre es euch. Denn am Anfang der Folge reisen Mando und Grogu durch den Hyperraum und dann sehen wir etwas, was auf jeden Fall richtig, richtig cool war. Denn Grogu spürt was durch die Macht und wir sehen Silhouetten von riesigen Walen. Das sind riesige, walähnliche Figuren und das, meine Freunde, sind die sogenannten Purgles. Purgles sind walähnliche Figuren oder walähnliche Kreaturen im Star Wars-Universum, die durch den Hyperraum von alleine aus reisen können. Sie brauchen keine Technik, es gibt keine Schiffe, die können von ihrer Biologie her, sage ich mal, alleine durch den Hyperraum reisen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Idee ist irgendwie ziemlich cool, dass es solch mächtige Wesen gibt, die einfach alleine durch den Hyperraum reisen können. Ich find's irgendwie ganz cool. Und die Purgles kennen wir schon aus Star Wars Rebels. Denn am Ende von Star Wars Rebels kommt es zur Konfrontation zwischen dem Protagonisten der Serie, also Ezra Bridger, und dem Hauptschurken von Star Wars Rebels, und zwar die Legende Großadmiral Thrawn, Grand Admiral Thrawn. Es kommt also am Ende von Rebels zur Konfrontation zwischen Ezra Bridger, der zu dem Zeitpunkt ein vollständiger Jedi ist, und Großadmiral Thrawn. Und das Ding bei Rebels ist, diese Serie hatte ein sehr, sehr offenes Ende. Denn am Ende von Star Wars Rebels werden beide von genau diesen Purgles in den Hyperraum gezogen. Keiner davon stirbt, es gibt kein richtiges Ende von dieser Serie. Die werden einfach von diesen walähnlichen Kreaturen, die sogenannten Purgles, weiter in den Hyperraum gezogen und das war's.
Und die Position der beiden ist bisher noch unbekannt. Und die Suche nach Ezra Bridger und Großadmiral Thrawn im Hyperraum wird auf jeden Fall dieses Jahr noch passieren. Denn wir bekommen ja dieses Jahr wahrscheinlich im Herbst die Ahsoka-Serie. Und die Ahsoka-Serie ist eine Live-Action-Fortsetzung von genau dieser Serie Star Wars Rebels. Viele verschiedene Figuren aus Star Wars Rebels wurden schon in Live-Action gecastet. Wir haben meines Wissens nach schon einen Live-Action-Ezra Bridger, also wird es dort weitergehen. Und wir werden zu 100% in der Ahsoka-Serie auch diese Purgles sehen, weil sie eben Ezra und Großadmiral Thrawn in den Hyperraum weiter entführt haben, sage ich mal, oder gebracht haben. Und die Suche nach den beiden wird dieses Jahr in der Ahsoka-Serie weitergehen. Und alleine, dass wir jetzt schon Live-Action-Purgles im Hyperraum gesehen haben, ist ein meiner Meinung nach fantastischer Teaser für die kommende Ahsoka-Serie. Und persönlich mein Highlight aus dieser Folge, richtig, richtig cooles Easter Egg. Und wo wir schon bei Easter Eggs sind, kommen wir schon zum nächsten Punkt, und zwar ein paar allgemeine Easter Eggs, die man in dieser Folge verstreut gefunden hat. Denn ein großer Teil dieser Folge spielt natürlich auf Nevarro, ein wirklich legendärer Ort im Mandalorian-Universum, ein Planet, den wir schon in den ersten beiden Staffeln gesehen haben, und jetzt sehen wir, Nevarro hat sich komplett verändert. Der Planet hat angefangen als richtig schmutzig, überall Kriminelle und Korruption und was weiß ich noch alles, aber jetzt kam Greef Karga, die alte Legende, zurück aus den ersten beiden Staffeln. Greef Karga, oder wie ich ihn nenne, Drip Karga, mit dem absolut geilsten Gewand, was ich jemals gesehen habe, sehen wir in dieser Folge. Wir sehen sogar bei seinem ersten Auftritt, wie es kleine Droiden hinter ihm gibt, die seinen Cape oder seinen Umhang tragen, was ich sehr lustig fand. Und natürlich kennen wir Greef Karga aus den ersten beiden Staffeln von The Mandalorian, gespielt von der Legende Carl Weathers, die die meisten wahrscheinlich aus Rocky kennen sollten oder zumindest aus The Mandalorian Staffel 1 und 2. Und wie schon gesagt, ist er jetzt der hohe Magistrat von Nevarro und hat diesen ganzen Planeten auf jeden Fall aufgeräumt. Und jetzt ist der Planet viel, viel schöner. Es gibt unzählig viele verschiedene Leute auf dem Planeten und wir sehen, dass es ökonomisch, also finanziell, richtig, richtig gut geht. Und alleine wieder Greef Karga zu sehen, hat mich richtig, richtig gefreut. Und eine weitere Rückkehr in dieser Folge, die ich gar nicht erwartet hätte, war von einem sehr besonderen Droiden, und zwar IG-11, IG-11. Ein Droide, den wir in der ersten Staffel von The Mandalorian kennengelernt haben. Und am Ende dieser ersten Staffel hat IG-11 sich geopfert, um die anderen in der letzten Folge von Staffel 1 zu retten. Und jetzt sehen wir hier, dass man mit seinen übrigen Teilen eine Statue gebaut hat, um ihn zu ehren, weil er natürlich einer der ersten Helden von Nevarro war, wie wir es in der ersten Staffel von The Mandalorian gesehen haben. Und jetzt passiert in dieser Folge von Staffel 3 etwas sehr Cooles, denn Mando möchte IG-11 zurückhaben. Wie wir alle wissen, Mando ist kein großer Freund von Droiden, aber wenn es einen Droiden gibt, den er vertraut, ist es auf jeden Fall IG-11 und er möchte, also Mando möchte wieder IG-11 an seiner Seite haben, um mit ihm nach Mandalore zu reisen, was auf jeden Fall richtig, richtig cool wird. Mando versucht alleine aus den übrigen Teilen IG-11 aufzubauen, aber das klappt nicht so ganz, weil irgendwas noch kaputt ist und IG-11 kehrt zurück zu seinen Ureinstellungen, sage ich mal, und versucht dann Mando und Grogu zu töten in einer sehr unterhaltsamen Szene, aber dann wird er nochmal zerstört und dann bringen Greef Karga oder Drip Karga, wie ich ihn nenne, und Mando die Überreste von IG-11 zu ein paar Mechatronikern. Und diese Mechatroniker waren auf jeden Fall extrem unterhaltsam, denn das sind die sogenannten Ancelaner. Das ist dieselbe Spezies wie vom Mechatroniker Babu Frick, den wir in Star Wars Episode 9 gesehen haben. Also sehen wir auch ein paar schöne Teaser und Easter Eggs auf die Sequel-Trilogie, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, die Ancelaner kennen wir schon, denn wir kennen Babu Frick aus Episode 9 als ein Mechatroniker und jetzt sehen wir seine Spezies weiterhin hier auf Nevarro und die Ancelaner waren wirklich sowas von unterhaltsam. Die waren irgendwie süß, aber die waren irgendwie auch nervig, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich meine es im positiven Sinne und die ganze Szene mit den Ancelanern und Mando und Greef Karga war einfach wirklich zum Totlachen und dann die Szene mit Grogu, als er einen Ancelaner einfach hochgehoben hat, das war wirklich sowas von niedlich. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß damit. Und jetzt versuchen die Ancelaner wieder IG-11 zusammen zu reparieren und Mando sucht nach einem letzten Teil, um IG-11 wieder zum Vordermann zu bringen. Also wird diese Story auf jeden Fall weitergeführt und ich bin mir sehr sicher, dass wir bis zum Ende der Staffel hin IG-11 in irgendeiner Form und Weise zurückhaben werden.
Eine Figur, die wir leider nicht zurückhaben werden, ist aber Cara Dune, gespielt von Schauspielerin Gina Carano. Die war natürlich Teil von den ersten beiden Staffeln von The Mandalorian, aber nach Staffel 2 wurde Schauspielerin Gina Carano von Lucasfilm gefeuert, wegen ein paar, ja, kontroversen Tweets auf Twitter. Und deswegen ist die Figur von Cara Dune jetzt verschwunden für die ganzen Serien, wie zum Beispiel Boba Fett oder jetzt auch Mando Staffel 3. Aber was mich persönlich gefreut hat, dass Cara Dune erwähnt wurde. In einem Gespräch zwischen Greef Karga und Mando wird klar, dass Cara Dune nach den Ereignissen von Staffel 2 zu einer Spezialeinheit rekrutiert wurde in der Neuen Republik. Und der ehemalige Antagonist der ersten beiden Staffeln, Moff Gideon, gespielt von der Legende Giancarlo Esposito, ist jetzt offiziell hinter Gittern der New Republic. Und meines Wissens nach werden wir ihn tatsächlich schon in dieser Staffel wiedersehen. Also bin ich wirklich sehr gespannt auf Schauspieler Giancarlo Esposito wieder mal als Moff Gideon und was für eine Rolle er in dieser Staffel spielen könnte. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Aber ich fand's cool, dass wir überhaupt die Erwähnungen von diesen beiden Figuren, insbesondere Cara Dune, bekommen haben. Und als letztes, wenn es um die Easter Eggs geht, geht es um ein paar Piraten. Denn wir sehen auf Nevarro verschiedene Piraten, die später dann auch Mando durch den Weltall jagen. Und wir erfahren etwas vom Piratenkönig oder vom Piratenanführer, Gorian Shard, irgendwie sowas war das auf jeden Fall. Und er ist anscheinend der jetzige Piratenanführer oder Piratenkönig von der Galaxis, nehme ich mal an. Und das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Easter Egg. Denn meines Wissens nach ist ein anderer sehr berühmter Pirat in der Star Wars Universums irgendwo noch da draußen. Und das, meine Freunde, ist Hondo Onaka. Auch eine Legende aus Star Wars The Clone Wars, den wir auch in Rebels gesehen haben, in Beziehung mit Ezra Bridger. Und wenn es schon um Piraten geht und um einen Piratenkönig, kann ich mir irgendwie auch gut vorstellen, dass diese Legende Hondo Onaka vielleicht, ich sag nur vielleicht, seinen Auftritt in Live-Action in der dritten Staffel von The Mandalorian machen könnte. Denn ich habe irgendwie ein Gefühl, dass diese gesamte Piraten-Storyline irgendwie in dieser Staffel noch weitergeführt wird. Zwar nicht nächste Folge, aber irgendwie in Folge 5, 6, 7, was weiß ich noch alles. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Story mit den Piraten weitergeführt wird. Und wenn es da schon um Piraten und Piratenkönige geht, warum nicht einfach mal einen Auftritt von Hondo Onaka? Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben. Und als letztes kommen wir mal zu meiner Review. Wie stehe ich zu The Mandalorian Staffel 3 Folge 1? Und ich kann auf jeden Fall sagen, diese Folge war ehrlich kein herausragender Start, aber trotzdem ein sehr, sehr guter. Diese Folge hat mich zwar nicht krass gecatcht oder überrascht, ich werde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie das beste Star Wars ist seit Jahren, nein, das war es nicht, aber es war trotzdem unfassbar gut, es war trotzdem ein mehr als starker Start in die dritte Staffel von The Mandalorian und diese Folge war einfach ein wunderbarer Wiedereinstieg in die Welt von Mando und von Grogu und so weiter und so fort und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen und dieser Anfang der dritten Staffel war wirklich fantastisch. Die Action war extrem gut gemacht und sehr gut choreografiert, die Musik, das legendäre Mandalorian-Theme war einfach, es ist einfach so schön, dieses Theme nach Jahren wiederzuhören, ich freue mich auf jeden Fall und auch das Visuelle, das CGI, die Cinematografie ist wirklich 1A, da kann man nichts meckern und auch die Verweise auf Ahsoka fand ich auf jeden Fall richtig, richtig cool und einer meiner anderen Highlights war auch der Anfang von dieser Folge, denn die erste Sequenz hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Wir sehen etwas von den mandalorianischen Ritualen und wie ein junger Mandalorianer in den Clan von Mando aufgenommen wird und ich persönlich dachte, dass das ein Flashback wäre zum jungen Din Djarin, der jetzt zu den Mandalorian wird, wie wir ihn heute kennen. Aber dann kommt der große Plot-Twist, dass es eigentlich in der Gegenwart spielt und dann kommt unser normaler Mando, also Din Djarin, um die ganzen Mandalorianer zu retten von irgendeinem sehr cool aussehenden Krokodilviech und diese gesamte Sequenz fand ich erstens sehr unterhaltsam, aber trotzdem richtig gut inszeniert. Das war wirklich cooles Misdirection und das fand ich auf jeden Fall alles richtig, richtig cool und war einfach eine richtig geile Einführung wieder mal in die Welt von The Mandalorian und mein Hype auf die kommenden Mittwoche oder für die kommenden Wochen mit The Mandalorian ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ich gebe dieser ersten Folge der dritten Staffel eine solide 7,5 von 10. Und das war meine Folgenanalyse zu The Mandalorian Staffel 3 Folge 1. Was sind eure Meinungen, Theorien und Ansichten zu dieser Folge? Das alles gerne unten in die Kommentare rein. Das war's für dieses Mal. Macht's gut. Euer Superlogi. Bis zum nächsten Mal und ciao.